Herzlich willkommen, liebe Leute, zum ersten Digital Health Vlog. Ich war letzte Woche beim Forum Unternehmertum in München in der BMW-Welt. Das ist eine Konferenz für Startups, Investoren und Unternehmer. Und dort gab es auch ein Panel, eine Panel-Discussion zu Digital Health. Da haben teilgenommen der Erwin Böttinger vom Hasso-Plattner-Institut, der Stefan Holzinger vom Rhön-Klinikum, Dominik Pförringer vom Klinikum rechts der Isar und Franz Pfister von Digital Helix bzw. vom Health AI Lab in München. Und ihr könnt euch die Panel-Discussion auch anschauen. Die habe ich hochgeladen hier auf dem Kanal. Ich habe die verlinkt hier oben oder hier. Ich glaube aber hier ist so ein kleines I in einem Kreis und wenn ihr da draufklickt, dann werdet ihr zu dem Video geführt, zu der Panel-Discussion. Und das ist eine sehr spannende Diskussion gewesen, in der es darum ging, wie wir vielleicht sogar mit künstlicher Intelligenz entgegensteuern können, dass wir einen Ärztemangel haben, wie vielleicht künstliche Intelligenz so anpassen kann oder so designt werden kann, dass Mediziner vielleicht gar nicht sich groß dort einlesen müssen und sich groß weiterbilden müssen, sondern sich eher die Algorithmen anpassen an die Mediziner und so einfach zu bedienen werden, dass wir überhaupt gar kein Ausbildungsproblem haben werden, wie ich das ja in früheren Episoden oder Podcasts gesagt habe. Aber auf der anderen Seite ging es auch ein bisschen darum, wie man eben doch vielleicht Coding und digitale Technologien in die Medizinerausbildung einflechten kann und dafür sorgen kann, dass eben alle Stakeholder einen gewissen gemeinsamen Nenner haben und man sich auf einem ähnlichen Niveau austauschen kann. Und dann wurden auch ein paar spannende Sachen vorgestellt, wie beispielsweise der neue innovative Campus in Bad Neustadt vom Rhön-Klinikum, was eine Art Smart Hospital wird mit sehr digitalen Inpatient, Outpatient und Rehab-Services und telemedizinischer Anbindung. Was natürlich noch sehr im Kontrast dazu steht, dass wir in vielen Krankenhäusern in Deutschland nicht mal Wi-Fi oder allgemein Netzanbindung haben. Und ja, vielleicht spiegelt das auch ein bisschen wider, dass wir Deutschen sehr perfektionistisch an das Thema rangehen, was an sich ja schön und zu befürworten ist, aber dann etwas tragisch wird, wenn wir von vielen anderen Ländern eben abgehängt werden, die frühzeitig die notwendige Infrastruktur kreieren, um neue digitale Technologien einzubinden in die Krankenhaus- und allgemeinmedizinische Landschaft. Und ja, am besten schaut ihr euch die ganze Panel-Discussion einfach selber an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich freue mich über eure Kommentare und Meinungen unter dem Video, unter diesem oder auch unter dem anderen. Und lasst mich auch gerne mal wissen, welches Thema ihr denn spannend für künftige Videos findet. Schreibt es auch einfach in die Kommentare rein. Und dann werde ich mich da ein bisschen auf euch einstellen und gucken, was euch vielleicht interessiert. Und nicht nur, was ich vielleicht interessant finde, was ich gerne erzähle. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und euch noch einen schönen Tag.